Scharen, dass der Jugend ihr Vergnügen die frohen Tage verfliegen. Darum lasst ihr keine grauen Haare wachsen, denn ein bisschen Leipzig kann nicht schaden, dass der Jugend ihre Freuden. Bist du erst so alt wie er mit Husserling, bist du eingestiegen, auch ich verloren. Und darum drückt er heute beide Augen zu, gib der Jugend nur den rechten Sturm. Ganz anders. Man sagte nicht, ich brauch die, ich sterf die, ich mag die. All diese Dinge waren viel zu banal. Man sagte Dinge wie, lass mich dein Badewasser schlürfen. Oder, ich küsse ihre Hand, Madame, und träum, es war ihr, und, ihr Mund. Und träum, es war ihr Mund. Oder man sagte auch, Liebling, mein Herz, lässt dich grüßen. Mein Herz lässt dich grüßen und dir sagen, wie gut ich hier bin. Mein Herz lässt dich grüßen, nur mit dir allein. Unter den Arkaden im Hotel Regina an der Wiener Ringstraße gab es einen Kunstgenuss der besonderen Art. Aber auch die kulinarischen Genüsse kamen nicht zu kurz. Dafür sorgte das tolle Team des Traditionshauses. Das Konzert der Comedian Singers stand im Gedenken an Gary Horneck. Unter dem alles aussagenden Titel »Ein Freund«, ein guter Freund. In Anlehnung an das berühmte Gesangsensemble Comedian Harmonist der 1920er und 30er Jahre waren Evergreens wie Mein kleiner grüner Kaktus, Ein Freund, ein guter Freund, Veronika der Lenz ist da, Irgendwo auf der Welt und vieles mehr zu hören. Meine Frau, ich sag schon gut, heute ist alles in Butter, Mutter. 1, 2, 3 und 4, so heißt es einmal 1 bei mir. 5, 6, 7, 8, wenn ein Kuss dir Freude macht, dann zähl ich weiter Tag und Nacht. Wenn ich auf längere Zeit dir im Herzen wohne, dann erreich ich die Seligkeit schon bis zur Million. Mutti, 1, 2, 3 und 4, ich bin doch nur mit dir. Ein tolles Event hier im Hotel Regina, wirklich einem der schönsten Hotels Wiens, würde ich einmal sagen, und auch eine dementsprechend würdige Veranstaltung. Ja, ich bin sehr froh, dass der Wettergott mitspielt und es ist hervorragend, also es könnte nicht besser laufen. Gäste sind zufrieden und die Stücke sind gut, die sie singen und die Stimmung ist bestens, also eine tolle Eröffnung unseres Kultursommers 2021. Jetzt könnte ich mich mit fremden Federn schmücken und sagen, es wird hier noch einiges geschehen. Wir haben ja vorher geplaudert. Es wird einiges hier geschehen. Ja, es wird einiges geschehen hier im Hotel Regina und auch im Grabenhotel, das ja noch geschlossen ist. Da haben wir am Montag auf Besuch bei Peter Altenberg. Das wird eine ganz tolle und sehr kleine und sehr spezielle Veranstaltung, wo Altenberg-Texte gelesen werden und dann auch vertont gesungen werden von Wolfgang Holzmeier, Bariton. Cello begleitet und Diätetik von Peter Altenberg, also das wird ganz toll. Und hier im Regina haben wir da noch Dinnerlesungen ein paar und bis hin zur 125-Jahr-Feier am 26. September. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 125 Jahre. Ja, wir sind jetzt vierte Generation, das heißt, unser Urgroßvater hat angefangen, hat 1896 die Köchin geheiratet und hat sich raufgearbeitet von normalen Kellner auf Restaurantbesitzer, Altbesitzer Bierhalle, bis hin zum Hotelier. Das Palais Angra hat er in ein Hotel umgewandelt, das jetzige Hotel Regina, und hat er bereits 1909 kaufen können. Und dann 1927 das Grabenhotel und 1930 das Domhotel Royal. Und wir haben jetzt in vierter Generation 2011 das Hotel Johann Strauss dazu gekauft. Jetzt, wenn man sagt, es ist eigentlich nur in Amerika möglich, mitnichten, auch in Wien ist es möglich. Ja, richtig. Also es ist eine schöne Karriere. Und was mich auch
besonders, was mir besonders imponiert, sowohl er, also der Urgroßvater, auch Urgroßmutter, kamen beide aus kinderreichen Familien und haben ihren Kindern dann schon, 5 Kinder hatten sie, eine wirklich großbürgerliche Erziehung angedeihen lassen. Jeder musste Klavier und ein Streichinstrument lernen und ja, sensationell dieser Aufstieg. Macht sich letztlich dann bezahlt. Ja, und wir haben ein schönes Erbe, das es gilt weiterzutragen und ich sehe mich auch als Art Kulturvermittler. Eine wunderbare Veranstaltung, wir freuen uns, ich hoffe, wir dürfen auch die eine oder andere besuchen und natürlich auch einmal etwas über dieses wunderbare Hotel bringen, weil da gehört einfach ein Beitrag gemacht. Ja, gerne, freue ich mich, wenn Sie wiederkommen und dann gibt es noch viel zu sehen und zu hören. Dankeschön. Bitte. Wenn das Ende der Woche kommt und vielleicht das Wetter noch passt, man geht mit Leichtsinn, leichtem Sinn, leicht beschwingt in sein Wochenende. Ja, und wenn die Sonne dazu scheint, da haben wir Wochenend und Sonnenschein. Wochenend, Sonnenschein, brauchst du mehr, um glücklich zu sein. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Einer braucht nicht nix, so glücklich sein. Wochenend und Sonnenschein. Bei uns die Lerche zieht, sie singt genau wie wir ein. Alle Vögel stimmen fröhlich ein. Wochenend und Sonnenschein. Dein Auto keinen Schuss sieht und niemand in unserer Welt. Da tief im Wald nur ich und du. Der Herr von Kühlreis ausgezucht, denn er schenkt uns ja zum Glücklichsein. Wochenend und Sonnenschein. Ja, nur 6 Tage sind der Arbeit. Doch am 7. Tag sollst du, sprach der Herr Gott, doch wir haben. Der Mann im Frack. Ja, genau. Comedian Singers. 20er und 30er Jahre Musik im Hotel Regina Kremslehne. Und wir sind jetzt gerade in der Pause und es ist sehr schön vom Club Alsergrund wieder mal. Danke, dass ihr da seid. Ich freue mich immer, wenn ihr anwesend seid bei unseren Veranstaltungen, weil es einfach ein sehr kooperatives und schönes Zusammenarbeit mit euch ist. Jetzt diese Art von Musik, also mir gefällt es ja persönlich sehr gut, aber wie kommt man darauf, diese Art von Musik zu bringen? Also es ist eine etwas langere Geschichte. Wir haben, also so wie das Ensemble jetzt ist, vor circa 12, 13 Jahren ein Stück gespielt, das nennt sich Comedian Harmonist, in Steyr bei den Festspielen. Und die Musik hat uns so gepackt und wir haben so viel Freude dran gehabt, dass wir das einfach weitergemacht haben. Dann haben wir vor 10 Jahren ein eigenes Stück geschrieben, was wir auch aufführen. Und die Musik hilft uns auch ein Stückchen weiter über die Corona-Krise, indem, wenn wir miteinander singen, wir einfach so eine Freude und so ein Glück empfinden, dass wir einfach diese Art von Musik verfallen sind. Und ich hoffe, das überträgt sich auch auf das Publikum. Würde ich schon sagen, vor allem das sind Melodien, die man auch
automatisch pfeift, wenn man sie wo hört. Ich glaube, das ist das Tolle an dieser Musik. Und dann das Ambiente hier im Hotel Regina ist ja fantastisch. Ja, besser hätten wir es nicht bekommen können, als hier es zu machen, weil es ist eigentlich authentisch. Weil dieses altehrwürdige Haus seit 125 Jahren hat einfach den Flair der 20er und 30er Jahre. Um diese Art von Musik zu singen, muss man da Opernausbildung haben? Es ist sehr hilfreich, auf alle Fälle. Es ist sehr dediziert. Also diese Musik ist in ihrer Form, vom Klang her, sehr leicht, sehr locker, sehr flockig, so als wenn es gar nichts wäre. Aber wenn man sich als Musiker damit beschäftigt, sind die Setzungen der Töne so nah beieinander und es ist sehr kompliziert, diese Musik zu lernen. Also es ist nicht, es sieht einfacher aus, als es in Wirklichkeit ist. Erinnert mich ein bisschen an Mozart, nicht? Bei Mozart glaubt auch jeder, das ist so leicht und es ist leichter, bis Mozart ihr schwer. Ja, genau so was Ähnliches. Also der Satz der Männerstimmen, der gesetzt wird, ist sehr eng beieinander und ist auch sehr schwer wieder umzusetzen. Ohne Sorge, frisch und froh, in den Gang und Backen. Diese Stadt gibt's nirgendwo. Er ist Gelehrter und hat mit einem langen Bart sogar Familie. Trotz dieser Dinge, schwärmt mit Frauen, wo er kann, der tut das Dinge. Seine Frau in Gang ist ab. Nach Hause kommt er täglich, erst des Morgens ist das möglich. Ja, warum? Ja, warum? Was macht er nun? Der Onkel Wunder aus Kalumba tanzt der Brumba. Kann man sagen, bei dem Chor, aus welchen Genres die einzelnen Sänger kommen? Wir sind alle Opernsänger. Und unser Pianist, das ist der Herr Professor Michael Roth, der hat das alles rausgeschrieben aus den Aufnahmen, die es von den 20er und 30ern gibt, weil es leider von den Comedian Harmonists gibt es keine Noten, die erhalten sind, außer ein Lied, und das ist Veronika der Lenz ist da. Sehr interessant, hätte ich nicht geglaubt. Veronika, 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 der Lenz ist da. Veronika, der Lenz ist da. Die Mädchen singen tralala. Die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der starke Mist. Ach du Veronika, die Welt ist grün. Komm, lass uns in die Wände ziehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika, der Lenz ist da. Mädchen lacht und im Wind spricht, Freude wollen sie ohne nicht, draußen ist grün. Also dann, sage ich nochmal, es war wirklich ein tolles Konzert bis dato. Also es geht natürlich weiter noch. Wir haben jetzt Pause. Ne? Ja, wir freuen uns darauf und wir freuen uns auch schon auf das nächste. Dankeschön. Ich freue mich sehr. Ich möchte hier noch kurz Werbung in eigener Sache machen. Wir haben am 14. und 15. Juli im Lichtensteinpark eine Kinderoper, und zwar Bastien und Bastien vom Club Alser Grundkulturvereinigung mit dem Orchester des Musikgymnasiums Wien, Neustiftgasse. Und wir sind schon fleißig beim Proben. Wir sind sozusagen jetzt in der Endprobenwoche. Wir fangen jetzt ab Montag an, draußen im Palais Lichtenstein zu proben. Es gibt noch Karten, würde mich freuen. Es kostet nichts, gegen eine Spende, würden wir uns freuen. Aber kommen Sie mit Ihren Kindern, damit wir Oper, Kultur in unserer Stadt wieder erlebbar machen können. Da muss ich jetzt meinen Senf noch drauf geben. Ein wunderbares Stück, wirklich ein fantastisches Stück, und es zahlt sich aus. Und Kinder kann man nicht früh genug an die Oper, an die Kunst heranführen. Danke dir. Danke. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Blumen im Garten, so 20 Arten, von Rosen, Tulpen und Narzissen. Hier sind sie heute, die kleinsten Leute, das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus, die Fraschen am Balkon, Alderli, was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mond, Alderli. Und wenn ein Büßes, was um die Zahne spricht, dann mach ich meinen Kaktus und stich. Mein kleiner grüner Kaktus, die Fraschen am Balkon, Alderli. Unmöglich wäre, und es kam keine Antwort mehr, weil er wurde von Samstag auf Sonntag, ist er im 51. Lebensjahr, ganz plötzlich und unerwartet verstorben. Und ich denke, er war ein fantastischer Musiker und Sänger, und es wird ihm heute dieses Konzert große Freude bereiten.
Er ruht seit 2 Jahren im Frieden, aber er ist nicht vergessen. Danke. Also Gary, wenn du das nicht hören kannst, das ist für dich. Ein Freund, ein guter Freund. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt und sein auf ihre Tritt, wenn der Schatz sich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den es gibt. TV 21 Austria. Einfach anders.